Feel free. Danke. Also wie du schon erwähnt hast, ich war beim ersten Abend und dazwischen vielleicht auch ein oder zweimal. Ich konnte nicht bei allen Abenden da sein, aber ich bin über alles informiert, was in Österreich so vor sich geht. Ich habe euch jetzt ein paar Learnings von meiner Zeit, also weil 10 Jahre NGO-Arbeit, ich habe mit Digitalks gestartet, 2007. Das war jetzt Zufall, dass ich auch jetzt im 2017 diese Rolle niederlege, weil das sind jetzt 4 Jahre und für mich hat das gereicht. Ich erkläre euch anhand eines Charts mein ganzes Leben. Wir fangen an ganz unten. 1970, Meral at Istanbul. Ich bin aus der Türkei, dort bin ich geboren. 1989 kam ich nach Österreich. Seht ihr das? Und habe an der TU Wien irgendwie gesagt, ich muss nicht Wirtschaft studieren wie alle anderen Türken und Studenten. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Und das hat ein bisschen länger gedauert, als ich geplant hatte. Auf einmal waren es 7 Jahre vergangen. 1997 war ich endlich fertig. Und dann habe ich bei SAP Türkei angefangen. Und dann kam ich nach Österreich. Und da war ich 7 Jahre. Und dann bekam ich ein Kind. Das war 2005. Meine Tochter. Und das hat mein Leben geändert, weil auf einmal habe ich verstanden, ich kann nie wieder angestellt sein. Und ich habe es zwar versucht, also ich habe sogar beim ORF einen Job gehabt in der internen Beratung für SAP. Und nach 6 Monaten hatte ich irgendwie das Gefühl, das passt mir nicht. Ich muss etwas mit anderen Medien machen, mit Online-Medien, mit Social Media. Da war es noch, da hieß es noch Social Software. Ja? Und das war 2007. Okay, 2007, das ist jetzt ein Meilenstein, da kommt dann Digitalks. Und ich habe gedacht, ich kann einen Namen finden, der international ist und überall Gültigkeit hat, aber in Österreich hat mich keiner verstanden. Also für sie war so, Digitalks? Was? Wie? Buchstabieren Sie das? Digitalks, so wie sprechen? Nein, ach, keine Ahnung. Also, das war 2007, ich habe damit gestartet. Was ist da passiert? Da waren jetzt die Zeit von Barcamps. Wer die auch noch kennt, ich war beim ersten nicht, aber beim zweiten Barcamp. Dann gab es Blocktails, Webmontage und eben die Digitalks. Und Otello ist auch in der Zeit entstanden. Otello gibt es jetzt, ich glaube, 17 Standorte. Mit WKO, E-Day habe ich einen Clinch gehabt, weil ich wollte sie verändern. Ich wollte, dass sie auch relativ digital sind. Und das haben sie zum Teil auch geschafft. Journalistinnenkongress. Also ich habe zwar nichts Eigenes für Frauen angeboten, aber ich habe mich überall beteiligt, wo Frauen für Frauen was gemacht haben und Leute gesucht haben. Und ich habe sie dann zu meinen Veranstaltungen als Speaker eingeladen. Ich habe sie für die Videos, für die anderen Interviews, also weil ich konnte nicht alle Videos, Interviews auch selber machen. Mit APA auch gemeinsam gearbeitet. Voestalpine hat als eine der ersten Social Media verstanden und das auch gleich als ein Zyklus gemacht und auch verschiedene kleine Vorträge für die gesamte Management-Ebene organisiert, intern. Okay, das war jetzt mal das Erste. Dann kommt einige Jahre, also das ist 2007 und dann geht das so. Das ist so Vernetzung international und AT. Also das waren jetzt live, also physische Events, so wie hier und alles mit Internet-Stream und ja, auf YouTube die Videos hochladen. So, da waren noch weiterhin Barcamps, also die waren international dann. Ich war in Deutschland sehr viel, Barcamps, Republika. Dann die Coworking Spaces haben gestartet, da bin ich herumgefahren und so. Dann Startups waren
waren dann richtig ein Thema, also zum Teil auch Pioneers Festival hat da gestartet. Ich habe selber Social Media Konferenzen organisiert, 3 Stück in Österreich und in der Schweiz und Deutschland. Und da ist ein großer Teil eben AK-Vorrat, der eigentlich Vorreiter von Epicenter ist, und EDRI und Datennetzpolitik-Veranstaltungen und Wikimedia. Und ich habe Reisen nach Istanbul gemacht, Twitter, Menschen wollten unbedingt Istanbul sehen und das wollten sie mit mir. Das habe ich auch gemacht zwischendurch 2-mal. Und da sind wir dann auf einmal, so, ja, 2013, hatte Österreich das Bedürfnis, auch jemanden für dieses Gremium, kann ich sagen, ja, die Beiratsgruppe für den EU Digital Commissioner zu besetzen. Sie haben ein Jahr lang gebraucht, sie haben 3 Leute interviewt und mich auch, weil jemand mich vorgeschlagen hat, weil sie kannten mich nicht. Ja. Ich habe das alles gemacht, aber Bundeskanzleramt hat mich eigentlich nicht gekannt. Macht nichts. Dann haben sie mich kennengelernt. Also da sind noch ein paar, die, also ISPA, und da ist schon entstanden auch OKFN, also die haben mich dann auch empfohlen für diese Rolle, also mit per Brief auch, dass ich vielleicht auch unter die engere Wahl gezogen werden soll. Dann wurde die Rolle an mich gegeben, DigiChamp.at entstand. Und ich habe gesagt, das ist schön und gut, so eine ehrenamtliche Funktion, 2-mal im Jahr nach Brüssel fahren und dort irgendwie Handshakes und Fotos, das bin ich nicht. Ich brauche irgendwie ein Projekt. Also wir müssen das groß machen, wir müssen das für Österreich irgendwie handhabbar machen. Und daraus habe ich dann Verde Digital gestartet mit minimalem Budget. Aber wurscht, ich habe ja ein großes Community und ein großes Herz, also ich lasse dann alle arbeiten. Sie müssen immer mitwirken und das war eben 2013 und 2014 und von da sind jetzt die ganzen zusätzlichen, also da sind die weiteren EU Digital Champions. Wir sind alle unterschiedlich, haben eigentlich nichts gemeinsam, aber wir arbeiten für die gemeinsame Sache. Und dort, wenn wir zusammen sind, sind wir wirklich für die Sache als Individuen, aber wenn die EU-Kommission dazwischen kommt, dann sind wir unsere eigenen Länder. Also solche Sachen habe ich dort auch gelernt, also so wie Erwin jetzt auch sagt, dass ich dort nicht viel ausrichten kann. Ja? Dann gibt es halt die EV, die AK und die WKO weiterhin, also mit ihnen auch. Dann Bundesrat hat das Grünbuch gemacht, also die Online-Konsultationen, also wir haben uns dort auch beteiligt. Dann haben wir international Telecenter Get Online Week mitgemacht. Dann IKT-Konvent, nehme ich teil. Dann ist IGF entstanden, auch mitbeteiligt bei der Organisation IGF Internet Governance Forum. International gibt es und es gibt auch lokale Ableger und in Österreich gibt es das seit 2015, glaube ich. 2015, 16, also ich glaube 15. So, was noch? Open Commons habe ich vergessen. Also Open Commons, weil also die 4 Säulen von mir sieht man da oben auch. Die sind nach wie vor, also die gelten schon seit Digitalks und also digitale Inklusion, digitale Kompetenzen fördern, Open Data, Open Society und Accessibility. Also alles, was ich gemacht habe bisher, beinhaltet eben diese Prinzipien oder es fördert oder ja, es soll es vermehren. Und Code Week EU habe ich auch nach Österreich gebracht, daran arbeite ich auch noch. Und ja, jetzt gibt es Netz PAT und dann gibt es auch Privacy Week und so. Also wir beteiligen uns überall und bei Bildungsnetzwerken sowie von den PHs und von vom Bildungsministerium bei den Projekten, also Education Days, IBASAR und so weiter, sind wir auch immer vertreten und versuchen, also Netzwerke zusammenzubringen. Und Digital City Wien ist auch neue Formierung. Sie haben auch sehr viel stark Fokus mit digitaler Bildung und auch digitalen Zukunftstechnologien und
ja, mit denen arbeiten wir auch zusammen oder sie laden uns ein. Und da sind wir jetzt 2017. Und ich habe eben letztes Jahr für mich entschieden, das ist genug. Jetzt sollen andere dazu kommen und ich bin froh, dass es andere gibt, also so etwas wie Netzpolitikabende und auch die Barcamps und auch die Open Commons und auch die Meetups, also die ich verfolge. Das freut mich, dass jetzt jemand weiterer auch die Rolle übernehmen wird. Das habe ich auch gehört. Ich weiß es noch nicht, wer. Und die Rolle, finde ich, ist nach wie vor wichtig für Österreich, für die EU auch, dass wir auch zusammenkommen auf den vielen Wegen, weil wir haben jetzt gemeinsame Prozesse oder gemeinsamen Handel und gemeinsame eben Wissenschaft, also Forschung. Das wird uns sicher nicht so schnell gelingen, dass wir alles erledigen, was auf dieser digitalen Agenda ist. Und ich habe euch ein paar Learnings aufgeschrieben. Das ist so von den Arbeiten, die ich gemacht habe, mit Organisationen zusammenzuarbeiten. Es ist sicher, ihr seid auch sehr aktive, wie soll ich sagen, Mitbürger, Bürgerinnen und ihr habt das sicher selber auch durchgemacht, aber ich wollte das mal schriftlich festhalten, weil meistens, wenn ich irgendwo anstehe, sehe ich gleich das große Problem. Aber ich habe gedacht, heute versuche ich mal die positiven Sachen hervorzuheben. Und also wie soll so eine Rolle oder wie soll jemand, der in der also NGO-Arbeit ist, heute arbeiten? Also vernetzt, verteilt von überall. Also das sind wir alle hier in dem Raum auch gewohnt. Wir brauchen transparente Netzwerke, also zu wissen, wer mit wem wie und das auch nach außen zu tragen. Also das ist meine Philosophie. Keine festgefahrenen Hierarchien. Also wir arbeiten jetzt viel in flachen Strukturen. Flexible, taskorientierte Arbeitsweise, also dass man wirklich kleine Tasks weitergeben kann, auch neue dazunehmen kann, also dass man das sehr schnell machen kann. Also wenn man mir sagt, okay, in einem Monat machst du ein Barcamp, ja, mache ich. Also das ist kein Problem. Die Interessen des Gemeinwohls höher stellen als die eigenen Interessen. Also das muss jeder für sich entdecken, aber für mich war das so bei dieser Rolle. Diese Rolle fand ich als unabhängige Rolle zu wahrzunehmen und also wirklich von allen Seiten auch die gleiche Distanz oder die gleiche Nähe zu bewahren. Ja, keine Vorteile schöpfen aus Beziehungen und Bekanntschaften. Also wenn man so eine unabhängige Rolle vertritt, dann muss man das auch wirklich mit dem vereinbaren, was man auch beruflich tut oder wo man auch eine Nähe hat. Also für alles, was man aktivistisch macht, braucht man die Leidenschaft. Ja, wenn die weg ist, dann kann man das nicht überzeugend auch irgendwo vertreten. Respekt gegenüber allen Stakeholdern, also alle auch auf gleicher Augenhöhe. Also das muss ich sagen, manchmal wurde mir das nicht so entgegengebracht, aber das hat mich nicht davon abgehalten. Ich bin trotzdem hingegangen, habe trotzdem nach meine Sachen gefragt. Manchmal kam ich dann beim dritten Mal durch, manchmal eben nicht, aber das muss man dann auch lernen. Und ja, auf Augenhöhe kommunizieren. Also mit Ministern können wir genauso wie die Menschen auf der Straße, also sie haben Anliegen und wir sollen ihre Stimme sein. Also wir müssen auch allen zuhören und auch das auch weitergeben, dann deren Anliegen zu deinem Anliegen machen. Und was ich auch empfehlen kann, ist eben nicht die Arbeit so wie, also Job Description, so ist das und nur das mache ich. Aber das machen alle, die hier sind, sowieso, weil ihr seid schon da. Ja? Also diese 80-20, manchmal machen wir 100 und 50, also dann ist halt die Familie irgendwie ein bisschen sauer. Und anderen Vorrang geben, also einen Sessel nicht besetzen für 10 Jahre, weil alle haben gesagt, naja, war das befristet? Ich sage, nein, ich wollte einfach jetzt, dass jemand anderer das übernimmt. Und sie haben nur lang gebraucht, jemanden zu finden, der ja gesagt hat. Denke ich, weil ich warte seit September eigentlich. Und immer lächeln und weitermachen. Das ist. Danke, Meral. Gerne. Gibt es Fragen?
Außer wer es wird. Außer wer es wird. Das übrigens wird am Montag offiziell bekannt gegeben. Also lange muss man nicht mehr warten. Das ging dann doch schnell. Ja. Yes, please. Finden die Treffen der Digital Champs eigentlich noch statt? Weil auf der Website stand irgendwie 2015 und seitdem gar nichts mehr. Das ist dann nicht abgedatet. Dann wurde die Website nicht abgedatet. Okay. Also die Protokolle sollten schon dort sein. Also ich kann dann schauen, jetzt schaue ich nicht gleich. Aber also ich habe jetzt bei einem teilgenommen virtuell, also online, weil sie waren in Brüssel und nachdem ich die Rolle schon zurückgelegt habe, bin ich nicht hingefahren, aber ich habe gehört, dass man sich einwählen kann. Und zuerst war ich mit Bild und dann war es irgendwie nicht mehr möglich mit Bild, also war ich dann nur mehr mit Ton. Aber ich habe mich eben verabschiedet von ihnen und da waren 15, glaube ich, also anwesend. Und also so war es auch nett, sie mal zu verabschieden. Aber was wir dort anrichten können, also was wir erreichen können, das ist eine, wie soll ich sagen, eher eine beratende Funktion, einfach dass Themen, die die EU vorgibt, dort diskutiert werden. Ja, wir können Themen auch einbringen, aber die werden auch nicht weiter sehr tief diskutiert, weil die Zeit ist dafür einfach sehr knapp. Aber es gibt weitere Veranstaltungen, wo die Digital Champions eingebunden werden, sowie Digital Assemblies oder andere Konsultationen, also Online-Kurse. Also das ist so ein bisschen so ein Netzwerk. In jedem Land hängen wir mit anderen zusammen und verteilen dann, was reinkommt. Ja? Also so die Schnittstelle. Und das wird noch bleiben. Also bis 2020 denke ich auf jeden Fall, vielleicht wird es halt dazwischen noch was passieren. Keine Ahnung. Aber so für die Gesetze und für alles gibt es dann was anderes. Ja. Also wir sind kein politisches Gremium, nur ein beratendes. Ich hätte noch eine Frage und zwar, hallo. Hi. Jetzt kannst du da mit 10 Jahren auf eine ziemlich lange Zeit zurückschauen und zwei Fragen hätte ich eigentlich. Die erste wäre, was ist denn so dein persönliches Highlight, das sich in den 10 Jahren da getan hat, was du denn da so auch durch diese Tätigkeit möglich hast machen können und erreichen hast können? Und dann der zweite Teil der Frage, weil du jetzt auch über den europäischen Kontext gesprochen hast, wie ist denn da die Entwicklung in Österreich in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu anderen Ländern in der EU gelaufen? Okay, also der erste ist eigentlich, ich kann natürlich kein Ereignis rausnehmen, weil eigentlich alle Digitalks-Abende waren für mich so ein Highlight, ja, weil das war so jedes Mal 50 Plätze und 80 Menschen waren da und ich musste damit kämpfen und ich kann mich an die meisten erinnern, an die Vortragenden, ja, das war so, also es war jeden Monat und ich habe das organisiert alleine, ich habe die Sessel auch fast alleine immer aufgestellt und wieder abgetragen und so das Netzwerk größer werden zu sehen, das war wirklich, und dass dann daraus die Rolle geworden ist, ist natürlich, hat mir auch ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben. Zu der zweiten Frage, ich kann gleich mal zu Österreich kommen, also ich hätte mir schnellere Entwicklungen gewünscht, also da war sicher, wie hast du gesagt, mit dem Spiegelministerium? Ja, also ich habe dort auch verstanden, dass ich draußen viel schneller bin, ja, deswegen will ich auch nicht drinnen sein, also die Rolle 3 Jahre ist gut. Ich habe dort versucht, sie zu öffnen, sie mit uns zu verbinden, ja, mit Barcamps, mit Datennetzpolitik oder was jetzt Privacy Week ist und so. Das alles kennen sie nicht. Ja. Also wir wollen, dass sie zu Barcamp Graz kommen. Ja. Wir schreiben alles, dann kommen sie nicht. Ja. Also das machen wir schon seit 4 Jahren und wir erreichen vielleicht 1 oder 2 Politiker. Ja. Und EU-weit, ich bin dafür vielleicht die, also ich kann jetzt nicht alle Länder so in der Geschwindigkeit sagen, aber wir sind in der Mitte und sind auch nach wie vor in der Mitte. Also wir waren in der Mitte, wie ich angefangen habe, und nach wie vor. Also es ist nicht viel passiert in der Zeit für mich. Also weil ich mehr so die Verbreitung der Dinge in die Fläche, also in alle in die Bevölkerung sehe, ja, also dass alle Schulen gleichermaßen weiter sind, ja, also wir haben die Highlights, aber meine Tochter ist in einer Gemeindeschule und da ist nichts digital, ja, sie ist in der 2. Gymnasiumklasse, also ich habe die Volksschule schon so erlebt, jetzt die Unterstufe und die Oberstufe, vielleicht da wird sie irgendwann mal Computer in die Hand nehmen.
Ja, zwei kurze Fragen. Das erste, du bist ja 2013 ins Amt gekommen. Aha. Und diese Digital Champions waren ja eine Erfindung von der damaligen Digitalkommissarin Nili Kruse, die hast du ja noch miterlebt. Aha. Und dann ist der berühmt-berüchtigte Günther Oettinger ja in dieses Amt gekommen. Da würde mich einfach der Unterschied interessieren zwischen diesen zwei Politikern. Und anschließend die Frage von der Sonja, gibt es vielleicht einzelne Digital Champions in Ländern, die dir positiv aufgefallen sind, die vielleicht auch für die Zivilgesellschaft Ansprechpartner und Brückenköpfe sein könnten, um in diesen Ländern dann vielleicht Gehör zu finden von der Regierung oder Zivilgesellschaft? Oh ja, also, ach, das war jetzt falsch, wollte ich das nicht, aber sucht ihr das? Digital Champions EU, seht ihr da? Nein. Warte, EU. Gebe ich, da kommt dann, weil das ist so eine lange, da, diese Digital Champions. Wir sind jetzt unter Digital Single Market eingeordnet, weil früher hieß die, also diese Digital Commissioner-Seite, irgendwas mit Society und so, da hingen wir, ja genau, da hingen wir, jetzt sind wir da drunter unter den Advisors und so irgendwo, ja. Und gehören zu den Digital Single Market Strategic Group. Wie der Unterschied ist, ich meine, das seht ihr ja selber, oder? Wir haben auch etwas, also Werner weiß das, wir haben auch was geschrieben damals, weil da war eine Diskussion, Urheberrecht, und wir haben dann was, ich glaube, das war dann Future Zone oder irgendwer hat das aufgegriffen, dass ich da nach Brüssel fahre und dort den, also ihm habe ich das alles erzählt, ja, aber also er war immer eine Stunde da, das war seine Stunde für uns, zugehört hat er und danach ging er zur Industrie. Ja, also, ich meine, Nili Kruse ist von der Persönlichkeit her sehr viel offener und auch viel, also sie hat sich auch ein großes Netzwerk aufgebaut, sie hat auch gebloggt dazwischen, also gleich von Anfang an von ihrer Rolle. Und 2012 hat sie diese Rolle, also Digital Champions, ins Leben gerufen, weil die in England eine Initiative wahrgenommen hat. Die hat die erste Digital Champion aus England ins Leben gerufen und die hieß Go On UK, glaube ich, also so hieß das. Und die haben in jedem Dorf einen Digital Champion auserkoren. Ja? So jemand, der ein bisschen mehr weiß als die anderen. Und sie haben dann Schulungen organisiert. Also sie wollten eben, UK hat das schon in den Jahren 2010 gestartet. Und dann hat sie das gehört, die Nili Kruse, dann hat sie gesagt, das ist super, das brauchen wir in jedem Land. Und so entstand die Gruppe Digital Champions. Und die Personen sind da jetzt. Wir werden nur leider immer weniger. Also zwei sind noch nachbesetzt, aber zwei sind wieder weggegangen. Also die sind alle großartige Persönlichkeiten und ich freue mich schon, wenn dann EU-Präsidentschaft in Österreich ist, dann ist Digital Assembly auch in Österreich und da hoffe ich, dass ich sie alle auch hier begrüßen kann, auch wenn ich nicht Digital Champion heiße, ja, weil ich bin ja nicht weg. Also ich mache noch Sachen. So. Welche genau. Sachen? Okay, welche ganz Sachen? Schnell, welche Sachen? Also das eine ist eben Code Week, da bleibe ich noch dran. Und Verde Digital gibt es ja nach wie vor. Wir haben ja auch andere Projekte, wir haben nicht nur Bundeskanzleramtprojekte gehabt. Die Förderung somit für die Hauptschiene ist dieses Jahr nicht mehr, aber wir können kleinere Projekte gemeinsam machen und die Staatssekretärin Mona Duster ist eigentlich sehr auch interessiert und sie ist auch für viele Initiativen zu haben. Also sie vertritt ja auch diese Initiative gegen Hass im Netz und die neue Person, die kommen wird, hoffe ich, dass sie auch in unserem uns gleichgesinnt ist und dass wir da auch mehr Richtung eben Privacy, Überwachung und so weiter machen können. Und ihr findet mich dann zwischen Wien und Traunsee, wer Traunsee schon kennt, letztes Jahr hatten wir einen kleinen netzpolitischen Abend dort, das werde ich sicher machen und kleinere Projekte für Code Week, so Kinder-Sommercamps oder so, mache ich auch. Danke. Ah ja. Also es bleibt @Kigo. Auf Twitter ist sie weiterhin unter @Kigo, genau, erreichbar. Danke, Meral. Dankeschön.